Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total Warhammer 3. Wir spielen den Dr. Festus und zwar in unserem Let's Play, weil ich habe es ja angekündigt, ich werde den als erstes spielen, dessen Video am besten performt. Und es ist durchweg das von Dr. Festus, also interessiert das wohl die meisten Leute. Wir werden also den ollen, ja, netten Doktor von nebenan, unseren Bergdoktor, wenn ihr so wollt, jetzt hier gemeinsam spielen. Nochmal zur Erinnerung, ne? Er ist ein Diener des Nörgel, hat deswegen auch die Seuchenmechanik, kann selber Seuchen produzieren. Vasallen erhalten Giftattacken und verbreiten Nörgelkorruption, kann Seuchen zusammenbrauen, mehr Seelen durch Seuchenverbreitung. Seine Kommandanteneffekte sind längere Seuchendauer und eine erhöhte Heilungsgrenze in der Schlacht. Wir starten hier auf der Insel Albion und spielen das Ganze hier auf sehr schwer, sehr schwer. Auch wenn ich noch nicht so hundertprozentig weiß, was das momentan eigentlich für eine Bedeutung hat, denn ich bin immer noch in dieser Preview-Version unterwegs. Aber ich hoffe, dass es eine knackige Sache wird. Ich würde sagen, wir gehen rein, Freunde, und gucken mal, was wir machen. Das hier wird jetzt eine All-Clicks-Variante, also ein klassisches Let's Play. Wo ich einfach wirklich, ja, keine Cuts setzen werde tatsächlich. Ihr werdet alles sehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich werde auch in Zukunft wieder solche Projekte machen, wo ich mit Cuts arbeite. Vor allem so bei den ersten Vorstellungsvideos habe ich gemerkt, das kommt ganz, ganz gut an bei euch, wo ich so die uninteressanten Sachen rauslasse. Und jetzt sind eh die Nerds alle da. So, jetzt packe ich mich hier gerade eben nochmal raus. A deadly battleground harbors dark promises. For its victor, great favor from their sadistic god. For the slain, damnation. In ancient Zambaijin, an accursed altar thrums with immense power. By Ursin's cataclysmic death cry, its eternal seal is weakened. Countless souls of fallen warriors now laid bare. A ruinous harvest craved by the dark gods. An unmissable opportunity to earn Nurgle's favor. Festus the Leech Lord, the Dark Apothecary, answers the call of decay. The world will rot with the Plague Lord's blessings. The souls shall be claimed, and with them, apocalypse is certain. But what horrors await the world? May the greatest champion prevail! Und das werden hoffentlich wir sein. Wir werden auf jeden Fall in diesem Let's Play so dermaßen Seelen ernten, wie es nur geht. Then to Nuska, fertile ground for warriors to help turn. Das werden wir dieses Mal wirklich machen. My dark fortresses shall dominate those who survive the coming plagues. My Nordlander brethren stray far from home. They and the other old worlders will all soon be rotting cadavers reaped of their souls. Fiddle-de-dum, fiddle-de-doo, souls for the Fly Lord, his favor for me. The veil between worlds grows thin. Great things await beyond the Zambaijin. Dann legen wir mal los. Zambaijin's final champion shall claim the altar of battle. Das kennen wir schon. Okay, Freunde, also, wir sind die Fruchtbaren. Wir haben die Seelensammeln-Aktion und so weiter und so fort, haben wir alle schon gehört. Wir ballern jetzt erstmal hier Typen weg.
So, das ist das Erste, was wir jetzt hier machen müssen. Ich guck mal, kann ich schon mal Truppen hier hinein rekrutieren? Jawohl, kann ich. Ich hole mir nochmal so ein kleines Seuchen-Wauzilein jetzt an der Stelle hier. Der Witz ist, das Spiel würde jetzt hier daraus einen knappen Sieg machen. Ganz im Ernst, das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, woher das Spiel das nimmt. Gut, vielleicht doch ein bisschen hier. Die haben Anti-Infanterie-Bonus, ne? Da kommt das wahrscheinlich her. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Dass die auch nur ansatzweise eine Chance hier haben. Egal. Wir werden auch gleich dann hier den allen hier das Mal des Nörgel verpassen, sobald wir die Aufgabe bekommen haben, Male des Nörgel zu vergeben. Nicht vergessen, ne? Wir bekommen dafür ja eine nette kleine Belohnung. Und die wollen wir definitiv nicht verschwenden. So, dann haben wir jetzt nochmal ein paar Trolle auf der Flanke. Den Riesen packen wir da hin, euch packen wir da hin, dich packen wir da hin. Und jetzt geht's einfach mal los, Freunde. Komm, alle auswählen und go. Ihr greift jetzt hier schon mal an. Ihr hier. Ihr hier. Ihr hier. Die Wauzis schicke ich schon mal außen rum, genauso wie euch. Euch schicke ich da schon mal hin. Ihr habt auch nicht wirklich was zu tun. Dann greift ihr da noch mit an. Wie gut ist nochmal deine Nahkampfwertung? Sie ist okay anzusehen. Er hat halt auch nicht Nörgels Fliegenwolken. Das heißt, wir sollten bei ihm mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, ich aktiviere diese Aura. Die Heilungsaura. Oh, die wurden jetzt hier so ein bisschen aufgeteilt. Ja, damit kann ich leben, Freunde. Damit kann ich absolut leben. So, die haben sich jetzt hier ein bisschen aufgeteilt. Wir warten hier immer noch auf unsere Möglichkeiten anzugreifen. Go, 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 go. Der Riese greift jetzt schon an. Du wirst hier noch mithelfen. Jetzt gehst du den hier noch in den Rücken. Ich versuche mal da hinzugehen und zu verhindern, dass jetzt hier zu viele von denen sterben. Das würde mich total nerven, wenn jetzt hier zu viele von denen sterben würden. Habe ich sie direkt schon mal geschwächt, so ein klein wenig. Der Riese bekommt hier leider schon ganz schön sein Fett weg. So, und jetzt haben die hier hoffentlich demnächst keine Lust. Na doch, nee, die besiegen die tatsächlich. Ach, Barbaren. Ohne näheren Skill. Ich sag's euch. Manchmal einfach nur ein Trauerspiel mit dem Verein. So, die haben jetzt hier definitiv die Nase voll. Jetzt könnt ihr da noch mit angreifen. Endlich haben diese Wauzis auch keine Lust mehr. Und die Trolle gehen jetzt von hinten rein. Wir werden hier, glaube ich, auf ein paar Trolle setzen, weil ich finde, Trolle sind einfach auch rein optisch eine Bereicherung für Festus Armee. Die machen sie hübscher. So, mein lieber Riese, du gehst da noch mit ran. Dann kannst du da noch mit aufräumen. Jetzt verschlechtern wir nochmal deren Kampfleistung. Ihr braucht da gar nicht mehr groß mitkämpfen. Wäre schon mal geil, wenn ich jetzt hier mal... Das ist so ein ganz, ganz komischer spitzer Kegel, ne? Ich bin immer noch kein so richtiger Freund von dem Teil geworden heutzutage. Bei Nörgel. Und da haben wir gewonnen. So, wir können es beenden. War halt doch nur ein knapper Sieg. Ja, war vielleicht doch richtig eingeschätzt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir hätten vielleicht mehr verloren. Ich glaube, wir hätten mehr verloren. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Die machen halt Damage, ne? Das knallt, das darf man nicht vergessen. Die Berserker darf man nicht unterschätzen. Auch ohne Mal des Korn sind die echt brutal. Ja, wir holen uns schon mal ein paar Seelen. So, we did it. Jetzt kommt unsere erste Level-Up-Möglichkeit.
Wir werden am Anfang noch nicht so viel marschieren. Ich glaube, ich gehe jetzt mal direkt auf Einheitenerfahrung. Und jetzt holen wir uns die Blei-Zitadelle. Es darf einfach nicht wahr sein. Auch das müssen wir spielen. Fantastisch. Na gut, dann gehen wir halt rein. Also wisst ihr, mit den Chaos-Barbaren wäre ich ja cool gewesen, aber ich akzeptiere nicht, dass ich jetzt hier die Chaos-Kriege mit zwei Waffen verliere. Das halte ich dann doch für arg beknackt. Ich glaube, dass wahrscheinlich sogar die Schadensaura jetzt hier in dieser Situation deutlich mehr bringt als die Heilungsaura. Weil man einfach mehr Ziele damit trifft. Und ich glaube, dass mit dem Heilen verhindert auch nur bedingt was. Ich glaube, wir gehen hier rein. Das wirkt auf mich wie ein vernünftiger Ort von Angriff. Warum ist der jetzt wieder nicht mit dabei? Also so, zwei. Drei. Ihr geht dahinter hin und jetzt geht's los. Go! Gucken wir mal, wie die Sache. Oh, nee, ihr seid schon wieder viel zu schnell, ihr komischen anderen. Ihr komischen anderen seid schon wieder viel zu schnell. What? This is our time. Seeking victims. So, jetzt aktiviere ich die Damage-Aura. Und puste da mal rein. Verhindere, dass die jetzt hier irgendwie großartig... Ja, ich kann es nicht verhindern, dass sie abhauen. Ich konnte es nicht verhindern. Schade, schade, schade. Okay, komm dran. Ich will jetzt auch noch den Riesen hier haben. So, die Schadensaura beginnt zu wirken. Pro Sekunde 24 bis 48 Schaden. Das ist eigentlich verdammt viel, wenn ich so drüber nachdenke. Na komm. Hau mal da rein. Da bleibt hoffentlich kein Auge trocken hier. Da kommen noch mal ein paar ganz langsam. Ich mache das absichtlich so, meine Truppen jetzt hier zusammenzuziehen, ne? Um einfach den Gegner jetzt hier zu übermannen. Das ist die Strategie. Okay, jetzt gucke ich mal, dass die vermeintlich schnellen Einheiten mal das da hier schnell einnehmen. So, die Wauzis sollen nicht die ersten sein, die da vorne dran sind. Ich huste mal so durch. Lauft hier mal durch. Will deren Kampfleistung nochmal verschlechtern. Na also, wir haben diesen einen Turm jetzt hier zerstört. So gefällt mir das. Boah, wie mich das nervt, dass die jetzt hier die ganze Zeit auf mich schießen. Da hätte ich gerne was dagegen gemacht. Nochmal hier kurz mal denen ein bisschen Motivationsschub geben. Also ein Motivationsschub zum Weglaufen. Versteht sie natürlich. Oh, das ist auch wieder so eine blöde Barriere, ey. So, dann schicken wir denen hier nochmal was in den Rücken.
Nurgle ist so ziemlich die einzige Fraktion, die man häufiger so in Highspeed spielen kann. Und nochmal schwächen die Bande hier. So, ihr Wauzis, kümmert euch jetzt um die da. Die rennen jetzt auch schon wieder weg. Das ist wieder so ein Heslon-Turm am Start. Ich hasse es. Kommt, Trolle, haut das Ding hier auf. Ach, die kämpfen ja noch. Lol. Demotivieren wir mal nochmal ihren Angriff. Jetzt können wir mal beobachten, wie schnell die Lebenspunkte runtergehen von denen. Schon ganz ordentlich. Sind halt immer noch am Start, ne? Komm, mein schöner Riese. Endlich. Endlich haben wir es geschafft. Meine Güte, war das wieder mal eine Arbeit, ey. Naja, es wird leichter. Es wird leichter. Das Entscheidende ist, wir haben keine Einheit verloren. Das ist das, was ich erreichen wollte. Okay. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Und die Trolle haben auch einen verdammt guten Job gemacht. Ich freue mich darauf, wenn die tatsächlich Panzerung bekommen. Ich habe schon ein paar Erfahrungen mit denen machen dürfen, dass sie dann ganz brauchbar sind. So, wieder 130 Seelen. Besetzen Vasallentum. Gut, also der Standard wird jetzt hier durchgeführt. Einmal mehr Wachstum und Verlustverstärkung und einmal mehr Geld, bitte. Dann können wir leveln. Wir haben 2 Level-Ups bekommen. Wir gehen natürlich auf die Vorhut des Chaos, weil wir werden eine ganze Menge sterbliche Infanterie ins Feld führen. Dann machen wir das Kampftraining. Und es gibt noch jemanden, den wir hier grillen müssen. Habe ich eigentlich noch irgendwie eine Aufgabe gerade eben? Nope. Dann machen wir das nächste Runde. So, wir forschen als allererstes mehr Einheitenerfahrung für Barbaren. Können jetzt hier unsere erste Gabe wählen. Und ich entscheide mich bei der Gabe. Will ich mehr Wachstum? Bin gerade eben nicht ganz sicher. Einheiten werden. Ich finde eigentlich die, diese Einheit ganz nice. Die hässliche Schnecke. So, und das dann nehmen wir auch noch mit rein. Damit die Barbs nochmal schneller regenerieren. Da, die Schleimbestie nehme ich mit rein. Die bringt nämlich so schicke Debuffs mit, die ich hart feiere. Für die Gegner. Schöne, leckere Debuffs. Wir haben was, so ein Gastgeschenk mitgebracht in jeder Schlacht, ne? So, jetzt ist die große Frage. Eriksons Angestellte. Die, was? Anlegestelle, nicht Angestellte. Die unverdorbenen Sklaven in einer Region der Fraktion Wannerheimlinger leisten Widerstand. Sie wollen sich den dunklen Göttern nicht fügen. Eine rasche Strafe ist vonnöten. Sie abschlachten oder die Aufgabe delegieren. Ich werde die Aufgabe delegieren. Ich möchte mehr Verbundenheitspunkte haben. So, jetzt soll ich hier 3 Male des Chaos verteilen. Das ist super. Das werden wir auch sofort tun. Wir fangen mal direkt mal mit euch hier an. Ihr werdet nämlich jetzt hier zu Nörgelbarbaren. Ich bin am Überlegen, ob ich damit zwei. Nee, ich gehe erstmal auf Normale. Genau, dadurch habe ich jetzt hier meine Belohnung bekommen. Ich kann aber auch ihm jetzt hier einmal verleihen. Da bin ich aber auch am Überlegen, ob ich auf 2 Handwaffen gehe. Komm, wir probieren es mal mit Chaoskriegern, die 2 Handwaffen haben. Währenddessen die Normalen hier die normale Verteidigung haben, ne? Denn die haben gute Rüstung, die haben Giftattacken. Das dürfte den Gegner ziemlich, ziemlich runterziehen, hoffe ich ehrlich gesagt im Nahkampf. So, dann können wir eine kleine Sickness verbreiten auf unsere Truppe.
Einmal entweder hier weniger Verschleiß, dann einmal mehr Verlustverstärkungsrate, mehr Wachstum in der Provinz, in der Schlacht mehr gewonnene Seelen, das machen wir später. Am Anfang würde ich mal sagen, mehr Verlustverstärkungsrate. So, dann geht es nämlich unsere Truppe relativ schnell verdammt gut. Dann gehen wir weiter. Diplomatie prüfe ich erst nachher, in der nächsten Runde. Ach, das ist schön, wie schnell das hier durchtickert, ey. Das ist der Wahnsinn. Es ist ein Fest. Okay, jetzt gucken wir mal auf die Diplomatie. Es dürften die nämlich hier mit mir handeln wollen. Wahrscheinlich schon die Runde davor. Aber ich wollte ihnen die Zeit geben, sich an uns zu gewöhnen. So. Wir sind der einfühlsame Doktor. Ja, ich glaube selber nicht, was ich da erzähle, Leute. Also, wir werden das jetzt hier attackieren, automatisch berechnen und uns hier mal ein paar Seelen gönnen. Das Ding erstmal niederreißen. Easy peasy. In der nächsten Runde werden wir es unserem Vasall schenken. So lange muss Zeit sein. Dann haben wir wieder ein Level Up, verbessern jetzt hier nochmal unsere Vorhut des Chaos und damit sind jetzt hier unsere Kämpfer zunächst einmal ganz gut unterwegs. Ganz gut unterwegs. Subdidubdidubdidub. Und als nächstes labert er mir hier gerade eben wieder die Bude voll. Ja, er möchte immer mehr Seelen. So, ich soll jetzt 1000 Seelen übrigens an die Götter opfern. Oder in dem Fall an Nurgle. Wir haben die Einheitenerfahrung geskillt. Und ein Kriegskoordinationsziel soll ich jetzt zuweisen. Das kann ich jetzt einfach mal machen. Ich sage jetzt einfach mal, ey Junge, komm, Ziel besetzen. Und damit ist es hier geschafft, aber das ist egal. Er wird es jetzt von mir sowieso bekommen. Ich wollte nur die Belohnung haben. So, geschenkt an Vasall. Ist damit jetzt hier geschafft. Provinz gesichert. Wir holen uns jetzt hier den Erlass. Seuchendauer und Wachstum. Jawolligens. Dann holen wir uns nochmal ein paar Nörgelbarbaren. Eine weitere Schnecke wäre nicht schlecht. Ich bin am überlegen, ob ich noch eine dritte mir holen soll. Wo sind die eigentlich drin? Monströse Stärke, nicht-dämonische Monster. Für alle nicht-dämonischen Kavallerieeinheiten, Warpfeuer, für alle dämonischen... Für alle dämonischen Einheiten, die nicht fliegen. Das wäre halt für die Das muss ich nicht leveln, ne? Die beiden Schnecken hier sind eigentlich nur dafür da, um... Also die halten ohnehin schon durch, wie nicht gescheit. Es ist totaler Quatsch, jetzt die da eventuell noch damit verstärken zu wollen. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich das jetzt hier noch brauche oder ob ich lieber auf etwas anderes wechsle. Ich glaube, ich wechsle, entferne diese Gabe und gehe jetzt hier auf mehr Wachstum nach Sieg in einer Schlacht alle Provinzen. So, dadurch habe ich jetzt hier, wie ihr seht, das umsonst bekommen. Weil ich die 1000 Seelen jetzt insgesamt ausgegeben habe, habe ich die 500 jetzt hier quasi erstattet bekommen. Und wir machen uns auf, nochmal ganz, ganz kurz hier in unsere Bleizitadelle und werden danach dann mal darüber setzen, Freunde. Wir gehen in die Offensive. Aber vorher machen wir nochmal den verfaulten Altar für noch mehr Nörgel-Autorität. Eriksons Anlegestelle. The Ice Queen has resurrected the dying god. Ursun returns to the Kislevite Pantheon. The world is healing, but remains wounded. Rifts still scar the landscape. Although, they are dormant for now. Man hätte das schnell gehen können, wenn man einfach mal die Zarina hätte machen lassen, ne? kannst hier ins Meer gehen, okay. Dann gehst du mal bitte dahin und rekrutierst nochmal einen weiteren Chaos-Barbaren. Den Rest lassen wir jetzt hier gerade eben mal. Der Chaos-Barbar bekommt auch die große, noble Geschenkegabe von Nörgle jetzt hier überreicht. Wir können jetzt hier unsere Hauptsiedlung direkt schon mal verbessern und gehen sofort wieder in die nächste Runde. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal ein bisschen zuschlagen, ne? Eistrakenfjord und was weiß ich was.
Ja, jetzt soll ich drei Barbaren zu Chaoskriegern. Das kriegen wir hin. Und eine weitere dunkle Festung. Das werden wir alles hinkriegen. Habe ich gar keinen Stress mit. Und... Hopp. So, noch mehr Nörgelautorität ist am Start. Im Grunde müssen wir eigentlich irgendwo hier hin. Aber ich glaube, da oben gibt es auch eine dunkle Festung irgendwo. Wir müssen so oder so kämpfen. Wir müssen so oder so kämpfen, also werden wir es tun. Jetzt holen wir uns hier mehr Heilungsgrenze in der Schlacht und weniger Kosten für irgendwelche Seelen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn sich einer unserer Helden Nörgel verschreibt. Da geben wir jetzt einfach mal einen Rabatt darauf, ne? Dann kommen auch die Schäfchen. Das mussten wir Nörgel nicht lange erklären, das hat er sehr, sehr schnell verstanden. So, jetzt soll ich einem Helden oder einem Kommandanten das Mal des Nörgel verleihen. Ist alles eine Frage der Zeit. Da seht ihr es, da wäre es möglich. Er kann aber vorher Rettungszauber bekommen. Kontrolle, bla 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 bla. Okay, okay. Ist alles momentan nicht ganz so wichtig. Kommen noch mehr Nahkampfangriff. Irgendeiner muss Damage machen in dieser Armee. Chaos-Ross hat er bekommen. Steigert die dunkle Autorität des ungeteilten Chaos ja auf 6. Daran arbeiten wir. Wir sind ja immerhin schon mal bei 4. So, jetzt hauen wir mal das da hier weg. Ach schade, ich kann ihn nicht angreifen, egal. Aber dafür kann ich hier schon mal ein paar Chaos-Barbaren-Reiter mit reinnehmen. Die brauchen wir nämlich ganz dringend. Und denen werde ich jetzt hoffentlich auch ein Mal des Nörgel geben können. Genau, dann werden nämlich jetzt hier Gift-Axt-Werfer auf Pferden darauf. Sehr, sehr nett, sehr, sehr nett. Die Sache mit dem Gift ist schon eine nette, sage ich jetzt mal. Jetzt sind die abgehauen. Ach, damit kann ich leben. Wenn die einfach abhauen, das ist eine tolle Sache. Hier haben wir jetzt Banner der Wut. Waffengrundschaden, Nahkampfangriff, immun gegen Psychologie. Komm, das gebe ich einer meiner Chaos-Kriegertruppen hier. 100 Seelen. Ach, das kann ich ja auch meinem Vasall geben. Ja, wie geil. Stimmt, ist ja alles Wannerheimlinger Heimat. Kann ich euch jetzt noch nachsetzen? Ich kann euch sogar noch nachsetzen und euch ausschalten. Dann würde ich die Chaoshunde verlieren. Ach, was soll's. Gönnung, Freunde. Und wir holen uns jetzt hier mal die extra Verlustverstärkung ausnahmsweise. So, das da oben ist Wargergebiet. Dann holen wir uns noch den Langschifffriedhof für die Bannerheimlinger. Und wir haben wieder einen Level-Up uns hier verdient. Jetzt holen wir uns den Marschierer, damit wir auch ein bisschen schneller von A nach B kommen. Und verbessern jetzt ihn, weil wir einen Chaos-Gladiator aus ihm machen. Ja komm, nee, in dem Fall nehme ich den Chaos-Strategen. Noch mehr Erfahrung pro Runde und noch mehr Verlustverstärkungsrate. Das ist gut. Kann ich noch mehr Truppen rekrutieren? Ich kann den einen Hund hier wieder mit reinholen. Als Ersatz. Und wie gesagt, den Rest möchte ich eigentlich für Chaos-Trolle und für die Reiter jetzt hier aufsparen an Platz. Möchte ich jetzt ungern verschwenden an der Stelle. So, was kann ich jetzt hier noch machen? Da muss ich noch eine Runde warten. Okay. Das kriegen wir noch ganz schnell hin. Die Runden fangen an, ein bisschen länger zu dauern. Ich habe das Gefühl, sie wollen jetzt nicht mehr. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Okay, wir werden jetzt kurz mal hier Position beziehen und dann mal schauen, wie wir mit ihnen umgehen. Ich könnte natürlich auch eine Krankheit noch über die Welt bringen an der Stelle. Bin ich mal überlegen.
Treuer geben. Eine Region der Fraktion Wannheimlinger sticht durch ihre Hingabe hervor. Das ist aber schön. Wir, also wahrscheinlich sind alle krank. Wir können ihre heillosen Glauben für unsere Zwecke nutzen. Blut und Mühe, weniger Baukosten. Ja, das ist jetzt ein bisschen arg spät. Ne, dann nehme ich die Verbundenheit. Und die Heilungsgrenze ist erhöht und so weiter und so fort. Also, dann gönnen wir uns als Champions Fliegenwolken für Außerkorone. Wir haben noch keine Außerkorenen. Und Regeneration für Außerkorene finde ich ziemlich, ziemlich stark. Wir machen jetzt erstmal den Streitwagenlenker, damit unsere Chaos-Reiter auch schneller leveln. Jetzt bekommen wir den guten Stuff. Na also, und ihr könntet, glaube ich, schon zu den... Ja, wenn ich die Kohle hätte, werden. Schade, Freunde, schade. Okay, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Runde jetzt hier rumcampen müssen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade. So many boys.